Turnon, ich bin jetzt gerade auf der Gamescom 2017 und hinter mir ist die Indie Area. 1000 Quadratmeter für 60 bis 80 Indie-Hersteller und ich habe mir mal drei Highlights rausgesucht. Da hätten wir zum Beispiel den Entwickler von Think of the Children. Der kommt nämlich aus Australien, ein Land, in dem einem ja quasi alles umbringen möchte oder zumindest wehtun. Und das war so der Hintergrund für dieses Spiel, denn ihr spielt quasi Erwachsene, die Kinder retten sollen. Ihr seid zum Beispiel an einem ganz normalen Tag im Urlaub am Strand und müsst dafür Sorge tragen, dass das Kind nicht im Wasser ertrinkt, dass es sich nicht verschluckt am Sand oder dass Krabben es fressen oder dass irgendwelche Schlangen es töten. Ihr habt Tage ganz normal im Park, wo ihr grillen könnt und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das ist. Das ist der normale Alltag. Und hier spielt ihr quasi euer Elternteil, der euch davor retten soll, sich selber weh zu tun. Und die Idee finde ich super smart. Das Spiel sieht lustig aus. Und jedes Mal, wenn Leute hier davor gesessen haben, hat es wenige Minuten gedauert und die haben Tränen gelacht. Super Idee. Unbedingt mal anschauen. Think of the Children. Und dann gibt es da so wunderschöne Spiele wie Dead Cells. Hier oben auch nochmal ein wunderschönes Bild, eine sehr, sehr schöne Grafik. Es geht im Endeffekt, wie man hier auf diesem Bild nochmal steht, oder auf diesem Monitor sehen kann, so ein bisschen um einen Action-Plattformer, bei dem man so ein bisschen durch die Gegend springt, Monster tötet, man hat eine schöne Grafik im Hintergrund, man rennt durch die Ecken hier und hat so wunderschöne bunte Gegner, also unabhängig davon, dass es sehr schön aussieht, finde ich es super spannend, weil es mich erstens an Castlevania erinnert und ich das damals nicht spielen konnte. Und es hat den besonderen Kniff, ihr habt eine große Map, die ihr runterspielen könnt. Eine große Karte, sage ich jetzt mal, hier. Und wenn ihr sterbt, dann seid ihr auch tot. Das bedeutet, ihr müsst dann nochmal komplett von vorne anfangen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ihr nebenbei sammeln könnt, wodurch der Weg anders wird, wodurch der Weg einfacher wird. Aber insgesamt scheint das ein sehr, sehr spannendes Spiel zu sein, das man sich unbedingt mal anschauen sollte. Von daher meine Empfehlung, auch nochmal für die Indie-Area, Dead Cells. Nine Parchments ist ein Spiel, das mir ganz besonders aufgefallen ist, denn der Trailer sah unfassbar gut aus. Ist von den Machern von Frostbite. Wer schon mal Trine oder Trine 2 gespielt hat, wird sich da sehr schnell wiederfinden. Das sind nämlich die Macher von diesen Dingern. Und dieses Spiel spielt auch genau in dieser Welt. Und ganz besonders spannend, bis zu 4 Personen spielen gleichzeitig, also auch gerne vor der Couch. Und das ist ein ganz seltenes Ding. Oder eben, ganz großer Kniff, dieses Spiel wird es auch für die Nintendo Switch geben. Was mich ganz besonders freut, weil da kann man auch gerne mal zu 4 zusammensitzen und jeder mit seiner eigenen Switch das gleichzeitig spielen. Außerdem für die PlayStation 4, für Xbox One, für Steam auch verfügbar. Und es sieht großartig aus, ihr habt einen Direktschaden, also kein rundenbasiertes Gequake, sondern große Gegner wie hier, die ihr gleichzeitig besiegen müsst. Hat für mich ein ganz, ganz großes Must-Have-Potenzial. Das ist Nine Parchments, unbedingt im Auge behalten. Ich werde es mir wahrscheinlich direkt jetzt einfach mitnehmen. So, das waren meine drei Highlights von der Gamescom 2017 Indie Area. Es gibt aber natürlich, wie ihr noch seht, Dutzende weitere Spiele. Bis zu 60, 80 Entwickler sind hier unterwegs. Von daher habt da mal ein Auge drauf. Es lohnt sich auf jeden Fall. Weitere Videos von uns und auf der Gamescom gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Wir sind auch auf Instagram, MySpace, Twitter, Facebook, turnon.de.